Ich habe eine Dusche gehört, bin unten noch mal angezogen und schauen gegangen. Ja, da war es Schicht da draußen, auf Deutsch gesagt. Unser Auto war überdreht und von angerissen vom Hänger. Nebenbei ist ein Heugerät noch gelegen, was auch weiter weg war eigentlich. Und dann haben wir schon das Auto gesehen, was beim Gartensaal gelegen ist, wo Schwerverletzte drin waren. Der Fahrer ist hysterisch schon mal da gelaufen. Der war aus dem Auto raus. Ja, war aus dem Auto raus. Der ist angelaufen. Und ein Mädchen, das war eigentlich mal wirklich unverletzt. Und die drei waren hinten eingeklemmt. Die Personen, der einzige, der was bei Bewusstsein war, das war der Lenker. Auf dem Rückfahrersitz waren alle bewusstlos. Nach kurzer Zeit ist dann eine zu Bewusstsein gekommen. Und ja, dann haben wir die Erstmaßnahmen gemacht. Und ja, dann sind eh die Feuerwehrleute schon hergekommen. Ja, wie gesagt, das Kriseninterventionsteam ist da und wir weisen immer wieder darauf hin, auch bei Einsätzen, aber auch bei Übungen, bei Schulungen, dass man die Situationen bewältigt, dass man die Leute ermutigt, dass sie sich öffnen, dass sie reden darüber und dass sie Trauer und das alles zulassen. Ja, kein Problem.